Servus Leute, willkommen zurück zu Nier Automata. Wir sind wieder hier und ich bin jetzt schon zum dritten Mal hier. Einmal in der letzten Folge, da bin ich direkt beim Endboss gestorben. Dann habe ich es nochmal gemacht, dann hat er mich in einer ersten Combo gelegt. Vielleicht schneide ich das am Ende so als kleines Schmankerl, als Outtake nochmal rein, weil ich mich da sehr, sehr, sehr aufgeregt habe mit bösen Wörtern. Aber ja, das habe ich dann auch rausgemacht. Eine Viertelstunde hat es jetzt gedauert, wieder hierher zu kommen. Und ab jetzt geht die Folge wieder los. An für sich wissen wir ja, was hier passieren wird. Deswegen werde ich die Cutscene skippen, die gleich kommt. Aber ja, wir sind quasi mit 9S bei seinen Erinnerungen. Und die werden gelöscht. Und in Form des Endbosses kämpfen sie gegen uns. Und bevor wir anfangen, ganz, ganz kurz, sorry, muss ich nochmal unsere Plugin-Chips ändern. Denn ich glaube, wenn ich hier ein bisschen mehr Leben mitnehme, das wäre definitiv ratsam. Okay, ich sehe gerade, dass ich ohnehin noch ein bisschen was an Platz habe. Ja, was können wir denn unterm reinnehmen? Da wären... Na, nicht Unterstützung, sondern Verteidigung schon eher. Automatische Heilung habe ich. Projektilverteidigung oder nehmen wir maximale LP. Bewegungstempo plus 2 nehmen wir mal komplett raus. Und ich nehme nochmal irgendwas mit maximale LP rein. Plus 2, nee, Moment, die 9 Plätze braucht. Bewegungstempo plus 2 kann auch hier raus. Und ich glaube, das passt dann. Ich könnte jetzt ein bisschen was noch optimieren. Ich nehme vielleicht nochmal Offensivheilung plus 1 rein. Und ich hoffe, dass das jetzt im Kampf gut ausgeht. Da sehen wir 2B wieder. Und jetzt ist es nicht mehr 2B, jetzt sind es auch nicht mehr unsere Erinnerungen. Weil wirklich noch bevor der Kampf losgegangen war. Noch bevor der Kampf losgegangen war, kam da eine Combo von ihm und er hat mich einfach direkt gekillt. Okay, sehr schön. Oh nein, nicht sehr schön. Yes, sehr schön. Komm her, du Mistkerl. So, weitermachen. Nicht in Sicherheit glauben. Nicht in Sicherheit wiegen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. First Try geschafft, du Mistkerl.
Okay, 9S-Reaktion war ein bisschen krasser noch als meine. Ich habe nur einen Endboss gelegt, aber meine Güte, was für Bilder. This is the current status of Unit 9S. Affirmative. His mental state has become dangerously unstable. Action must be taken immediately. I noticed something while providing support to A2. Enemy machine lifeforms have begun sharing data with each other. We'd better look into that. I'll share the data with you, so see what you can find out. Affirmative. I also have a separate report about 9S. What is it? I'll share the data. His psychological state has deteriorated to a grave level. We'd better handle that quickly too. Agreed. Not sure what we should do, however. Agreed. Proposal. Rest, combined with data checking and maintenance. Agreed. I will make the suggestion immediately. Übrigens habe ich auf dem Weg zur versunkenen Stadt zurück noch mal etwas gefunden. Und wir spawnen auch direkt hier wieder, sehr schön. Nein! Where's the next resource recovery unit? Alert. NFCS failure. Speculation. Failure caused by intense combat and lack of maintenance. Near field controls are down? Great. Proposal. Overhaul system at resistance camp. I don't have that kind of time. Alert. Entering battle without a functioning sword constitutes an unacceptable risk. Unit 9S should have Devila initiate repairs at the resistance camp. Shit. Ich hatte hier nämlich etwas entdeckt. Tubis Flugeinheit. Warum kann ich damit jetzt nicht interagieren? Okay, ich habe eine Idee, Leute. Ich speichere gleich beim nächsten Punkt ab. Und dann lade ich den alten Spielstand nochmal. Das dauert dann einen Moment, sorry. Aber ich möchte diesen Punkt definitiv mitnehmen. Das war gedacht nach diesem Turm, dass ich euch das zeige. Denn ansonsten hätte ich das vom Turm aus natürlich mitnehmen müssen. Also die Viertelstunde, wo man sich wieder reinhackt. Okay, ganz kurz. Normales Speichern verwenden. Und wir nehmen es mal... Ja gut, ich weiß ja jetzt, dass ich beide Charaktere spiele. Deswegen brauche ich den Stand nicht mehr. Dann nehme ich mal Spiel laden und nehme den... Den hier. 23 Minuten Spielzeit her. Ihr habt ja gesehen, wie kurz der Boss war. Alles dazwischen war, kämpfte ich nochmal dadurch. Also insgesamt habe ich mich jetzt dreimal durch diese Wiederherstellungseinheit gekämpft. Und ja, das waren jetzt quasi 30 Minuten, die ich da gespielt habe, wo man quasi nochmal was wiederholt. Was nicht hätte sein müssen unbedingt, bin ich der persönlichen Meinung. Aber gut. Ich finde, ein Speicherpunkt da würde alles echt erleichtern können. Ja, theoretisch kann man mit dem Pot aber auch extrem gut kämpfen. Solange ich hacken kann, passt alles. Ja, ich laufe jetzt einfach mal zur Steuerungseinheit. So, jetzt bekommen wir das hier nochmal gezeigt. Sehe ich jetzt zum vierten Mal. Ich glaube, die müssen wir kurz bekämpfen. So.
So, sehr schön. Nächstes Hacking abgeschlossen. Und jetzt du noch. Ich möchte wissen, was mit der Flugeinheit von 2B ist. Unit 2B confirmed within the craft. This belonged to 2B. Unsent message found within memory of flight unit. Play it. This is Yorha Unit 2B. If anyone is listening to this, there's something I need you to do. If you ever meet up with Yorha Unit 9S, I want him. I'm sorry. Please just give him the following message. I was able to spend with you. It was like memories of pure light. Thank you. End of message. Oh, 2B. Ach, herrje. Ja, ihre letzte Nachricht und auch da hat sie ihn nochmal Nines genannt. Es ist sehr schön gemacht. Es ist sehr, sehr schön gemacht. Und ich glaube, es hat sich definitiv gelohnt, diese 2 Minütchen auf sich zu nehmen, inklusive der Ladezeiten, um das nochmal zu hören. Ja, jetzt schauen wir mal, was mit 9S passiert. Also das letzte Mal, als wir einen bewegungsfähig eingeschränkten Charakter gespielt haben, wussten wir ja, was Sache ist. Jetzt haben wir mit 9S komplett neue Informationen. Also, was ich gerade nicht ganz verstehe, ist zum Beispiel, was alles jetzt, was es bedeutet zum Beispiel, dass gerade eben so eine Art Prophezeiung stattfand. Also, gerade eben meine ich vorhin in der letzten Folge, dass die Maschinen, dass es geplant ist, dass die Maschinen das so und so machen und dass die Androiden so und so gegen die kämpfen werden. Es steckt da irgendeine Art vom Spiel erdachte Gottheit dahinter, die sich das quasi alles überlegt hat, wie das laufen wird, oder was steckt hinter der Geschichte? You. Wounded in battle. NFCS not functioning. I'm amazed you were even able to drag yourself here. This is gonna take a bit, so just hang tight. This is terrible. Your motor cortex is full of holes. I can't believe you even managed to walk here. All right, you're all good. Das soll gedauert haben? I need you to promise me something. Don't die alone. I don't think 2B would want that either. I know. Also wenn dieses schnell auch bei anderen genauso schnell funktionieren könnte, wäre ich happy. Okay, irgendwas braucht man für Stufe 4 noch, also jede Waffe hat, glaube ich, eine Stufe 4. Oder Stufe 1. Moment. Ja, nee, Stufe 4 schon. Aber irgendwas braucht man halt dafür. Ich glaube, jetzt muss ich auch mal manuell rauslaufen. Damit ich die nächsten Aufträge entgegennehmen kann. Pod. Mark the next resource recovery unit on the map. Affirmative. Wahrscheinlich in der Wüste, oder?
Am Attraktionsplatz. Wisst ihr, wo ich mich hinteleportiere? Zu Pascals Dorf. Ich will wissen, wie es da aussieht. Das findet ja theoretisch beides parallel statt. Jetzt will ich wissen, was mit Pascals Dorf passiert ist in der Zwischenzeit. Ob das alles jetzt vor Pascals letztem Willen geschehen ist oder danach erst. Deswegen erstmal ins Dorf und von da aus ist es ja nur ein Katzensprung bis hin zum Attraktionsplatz. Das Interessante ist, mir fällt gerade auf, dass ich mir das so gut wie kaum durchgelesen habe. Vielleicht ein, zwei Mal habe ich mir das irgendwie näher angeguckt, aber ansonsten... Oh mein Gott. Ich habe gerade extreme Gänsehaut. Es darf doch nicht wahr sein, dass er sich an nichts mehr erinnert. Also es spielt alles danach. Das ist der falsche Weg. Ja, Leute, ey, oh Gott, ey, das ist echt verrückt, ne? Was man für eine persönliche Bindung zu denen aufbauen kann. Es ist halt eigentlich nur eine Maschine. Ich finde es aber interessant, dass 9S bei seinem ganzen Hass gegen die Maschinen trotzdem so rational bleibt und trotzdem Pascal nicht ebenfalls töten möchte. Geh sterben. Warum sind hier alle zombifiziert? Ich frage mich das immer noch. Language again. This reads God box. God, huh?
What are these machines doing talking about gods? Das werden wir vielleicht gleich erfahren. Okay, ich habe bei Pascal abgespeichert. Bedeutet, alle Zwischenergebnisse haben wir noch. Auf zum letzten Turm jetzt. Also zur letzten Wiederherstellungseinheit. Pod, why did the machines attack Pascal's village? Aren't they all the same? Unknown. Well, aren't you helpful? Proposal. Unit A2 should gather further data on the current state of machine life. Hello, and thank you for choosing Intelligential Services. Huh? We've got some very exciting news for everyone today. There's only one lost machine. Was that? Large structural unit of machine life from origin activated to the east. A large what now? What the heck is going on around here? Unknown. Well, let's go check out this large structural unit. Oh mein Gott, jetzt gibt's den Clash zwischen A2 und 9S oder was? Kein Bock auf die Heringmaschinen. Oh Gott, das kann jetzt lustig werden. Und Emil. Und der Verkaufsautomat ist nicht mehr zugänglich. Geil. Dass es die Maschine auch nicht komisch vorkommt, dass es überall diese Verkaufsautomaten gibt, obwohl es keine Menschen mehr gibt. Und alles andere kaputt ist. Okay, Leute. Boah, das wird, glaube ich... Ich glaube, jetzt geht's langsam in die... finale Region des Games. Also sind wir schon die ganze Zeit klar, aber ich glaube, jetzt zieht das Tempo ungemein an. Alert. Excessive combat activity will put unacceptable strain on your body. Shut up! Negative. This support unit is assigned to Yorha Unit 9S. As such, being concerned for said unit's well-being is a requirement. Whatever. Yeah.
Kommt schon, Leute, macht das Licht wieder an. Mich interessiert, hieß es loremäßig nicht auch, dass die Maschinen erst durch die Außerirdischen kreiert wurden? Bedeutet es dann nicht, dass die Maschinen, dass die Außerirdischen dann auch die Androiden geformt haben, weil die Androiden nach den Maschinen erst entstanden sind? Die Blackboxen sind ja eigentlich aus... Okay, jetzt geht's wieder runter. Die Blackboxen sind ja eigentlich aus Maschinenkern gemacht. Komm her, du Mistkerl. Ich habe meine Nahkampfsysteme nicht umsonst wiederhergestellt. Verdammt, die Geldmittel habe ich verpasst. Na gut, wichtig sind die aber auch nicht mehr. Oh, da ist ja noch einer. Hi. Ah, hier sind noch mehrere. Was ich halt ein bisschen komisch finde beim Hacken ist, dass es teilweise nicht mal so anspruchsvoll ist, dass du großartig ausweichen musst, sondern du musst einfach nur in eine Richtung schießen. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf höheren Schwierigkeitsgraden ist, aber so wie es hier ist, ist es definitiv falsch. Ich schieße einfach jetzt mal nur in die Gegend und bewege mich da halt nicht mal. Und probiere halt auch damit durchzukommen und selbst wenn du getroffen wirst, ist es besser, wenn du dich in diesen Hackspielen aufs Treffen fokussierst und nicht irgendwie großartig aufs Ausweichen. Und dann wirst du nicht mal getroffen, wenn du dich nicht bewegst. Den hätte ich auch einfach so fertig machen können. Ich habe den Schaden der Explosion unterschätzt. Da ist ja noch einer.
Jetzt ist da noch einer. Ach du, komm mal her. Das kriegen wir ganz schnell gebacken. Okay, das war einfach... Eieiei, 1063 Punkte. Und weiter geht's zur letzten Wiederherstellungseinheit. Also zum... Ja gut, noch nicht höchsten Bereich, aber zu einem der oberen Bereiche. Weg damit. Du auch. Vier haben sich schon verabschiedet. Was? Ach komm, Mensch, das kann doch nicht sein, dass er mich mit einem Treffer killen kann. Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Das ist doch... Es kann doch nicht euer Ernst sein, dass der Typ mich mit einem Treffer killt. Und ich... die letzten 20 Minuten oder so nochmal neu spielen muss. Ach kommt, das ist jetzt ein bisschen lame gemacht. Ja, ich weiß, es ist halt, oh Gott, es ist, also kommt, ich weiß, viele Leute hören es nicht gerne, wenn man mal auch mal Kritikpunkte hat, aber hier kann man nochmal wirklich meckern und es ist halt einfach in diesem Zusammenhang echt schwach. Also jetzt mal wirklich, weil nichts rechtfertigt, dass man mit einem Hit getötet werden kann in diesem Spiel. Auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ja, ich spiele das Spiel ja bewusst nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad oder so. Es soll ja denen gegönnt sein, die nach einem Hit sterben wollen, dass sie sich diese Challenge auch machen. Aber ich habe mich... Oh Gott, das ist doch... Also mich stört es gerade. Mich stört es megamäßig. Aber gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich weiß ja, welche Plattform das war. Und ich kann ja auch gleich, wenn wir A2 steuern, nochmal speichern. Aber ja, es ist halt, ich finde trotzdem, es ist irgendwie nicht cool gemacht, weil... Ja, ich glaube, ohne großartig das jetzt zu erläutern, ihr teilt diese Kritik, denke ich mal, auch... Wenn du mit einem Hit stirbst, das ist halt echt nicht geil. Over and over. Und ich lasse auch nicht mit mir diskutieren, dass es eine Herausforderung ist oder sonst was. Es hat halt an manchen Stellen echt Schwächen, das Spiel. Das language again. This reads God Box. God, huh? What are these machines doing talking about gods? Das habe ich bei all der Liebe, die ich für dieses Spiel übrig habe, ja auch schon die ganze Zeit betont und ich finde es wichtig. Ich finde es wichtig, wenn man ein Spiel super findet, dass man dann aber auch trotzdem die negativen Seiten hervorhebt und sagt, hey, so könnte das besser laufen. Und das ist so ein Aspekt. Das ist so ein Aspekt und ich finde das Leveldesign hier im allerletzten Teil des Spiels, man merkt, es geht aufs Finale zu. Ich finde, wirkt ein wenig uninspiriert tatsächlich. Aber ich möchte trotzdem das Finale sehen. Das wollen wir, glaube ich, alle. Und deswegen werde ich das auch bis zum Schluss zocken. Aber erst in der nächsten Folge wird es dann weitergehen. Ja, also die dritte Plattform war es, glaube ich. Da sind wir jetzt final angekommen. Und beim nächsten Mal geht's dann dort weiter. Pod, why did the machines attack Pascal's village? Aren't they all the same? Unknown. Well, aren't you helpful? Proposal. Unit A2 should gather further data on the current state of machine life. Hello? And thank you for choosing the power system service. Huh? We've got something.
Warum kann ich das nicht aufheben? What now? What the heck is going on around here? Unknown. Well, let's go check out this large structural unit. Ja, Leute, ganz, ganz kurz. Ich möchte mal gucken, was das für ein Gegenstand ist, den ich nicht aufheben kann. Anpassen. Da kann man doch sicher einen Chip noch hinzufügen. Ah, Kupfererz, Kapazität voll. Ja gut, dann nicht. Okay, Leute, nächstes Mal geht's weiter mit A2 an dieser Stelle. Nicht an dieser Stelle, sondern... Nee, mit 9S. Ihr wisst schon, im letzten Gebäude da und... Dann geht's irgendwann auch in den Turm, aber... Ja, es scheint so, als ob es jetzt einen Clash zwischen A2 und 9S gibt, aber... Erstmal will ich diese doofe dritte Ebene hinbekommen. Ja, weiß nicht. Ich find's halt wirklich ein bisschen schade. Und ich bin auch jemand, der Dark Souls 1 zum Beispiel durchgespielt hat. Und da gab es auch Stellen, die waren sehr unfair. Aber trotzdem, zu einem sehr großen Teil sind die Spiele auch beide machbar. Aber der Unterschied ist halt, Dark Souls ist für seinen hohen Schwierigkeitsgrad bekannt. Dieses Spiel habe ich extra auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad und nicht auf dem dritten oder vierten gespielt. Damit wir eben gut durchkommen, damit wir die Story erleben können, weil mir das eigentlich wichtiger ist, ja, und ich will da nicht irgendwie stundenlang auch mal rumhängen irgendwo bei einem Let's Play und nicht weiterkommen können, und deswegen habe ich eigentlich eine niedrigere Stufe gewählt, aber gut, egal, timingtechnisch passt es, glaube ich, ganz gut, dass ich da off-tape nochmal diese Szene nachspielen kann, diese Szenen, 10, 15 Minuten wird es wahrscheinlich nochmal dauern, und ja, egal, das ist mein Problem. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Nier Automata. Macht's gut.